Hummingbird-Gerätenutzer, aufgepasst. Wir haben bahnbrechende Neuigkeiten für euch. Ein neues Update ist im Anmarsch, im Laufe der nächsten Woche hoffentlich dann verfügbar. Hier ist es schon drauf. Manuel zeigt euch das jetzt gleich einmal, dass wir hier die 4190, die es nie geben wird wahrscheinlich, weil die richtige Version dann anders heißen wird. Was das Ganze bringt und was es verändert, blenden wir euch jetzt ein. Bei Fragen gerne anrufen. Wir sind für euch da. Ja, wie Tim eben schon gesagt hat, wir fahren hier noch aktuell mit einer Beta-Software rum, auf dem Apex 16 mit einer 4190, die wird es wahrscheinlich nie so geben. Die finale Version wird anders heißen, die wird in der ersten oder zweiten Oktoberwoche jetzt 2023 released werden. Gilt für alle Geräte, Helix, Solix und Apex. Wir und auch das Echlo-Zentrum empfehlen jeden Kunden, jeden User auf jeden Fall, diese Updates zu machen, weil das sind wirklich bahnbrechende Updates, wie Tim schon gesagt hat, also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir blenden die Features alle ein, weil es einfach auch zu much ist. Aber dieses Batteriemanagement, was wir uns angezeigt haben, diese Echtzeitüberwachung, die ist eins dieser Features. Also das Update, was rauskommt, ich denke mal auch, dass das Echlo-Zentrum wahrscheinlich direkt einen Post machen wird, wenn die Updates draußen sind. Da könnt ihr das verfolgen in den Stories. Auf jeden Fall machen wirklich viele, viele Neuheiten, viele, viele Verbesserungen. In diesem Sinne, viel Spaß weiter mit euren Geräten. Ciao. Ciao.